Liebe Schwestern und Brüder, tagtäglich machen wir uns auf den Weg zur Arbeit, in die Schule, zum Einkaufen, um Angehörige zu besuchen oder um in den Urlaub zu fahren. Auch Maria macht sich auf den Weg. Sie geht zu Elisabeth, ihrer Verwandten, die ein Kind erwartet. Davon spricht das Evangelium am 4. Adventssonntag. Maria will Elisabeth beistehen und helfen. Dafür nimmt sie einen langen und sehr beschwerlichen Weg auf sich. Unterwegs sein, das ist eine zutiefst christliche Grundhaltung. Dafür braucht es den Mut, loszugehen und dabei vielleicht auch manches Vertraute hinter sich zu lassen. Allerdings, und das erlebe ich immer wieder, tun sich manche Menschen mit Neuem sehr schwer. Es wird zunächst einmal abgelehnt, weil es herausfordert, manchmal sogar unbequem ist. Die Bibel zeigt uns aber an vielen Stellen, Glaubensgeschichten sind oft Weggeschichten. So bricht Abraham auf Gottes Geheiß auf in ein neues Leben. Er beschwert sich nicht oder diskutiert erst lange. Er geht einfach los. Maria ist unterwegs zu Elisabeth. Und später geht sie mit Josef nach Bethlehem, wo Jesus geboren wird. Die Sterndeuter sind ebenfalls losgegangen und haben schließlich, als sie an der Krippe ankommen, eine lange Reise hinter sich. Auch Jesus ist mit seinen Jüngern immer wieder unterwegs gewesen. Nach seiner Auferstehung hat er nicht gesagt, bleibt zu Hause, macht es euch in der Gruppe bequem, sondern geht in alle Welt und verkündet das Evangelium. Das ist der ureigenste Auftrag von Kirche, auch heute noch. Deshalb gibt es uns. Eine der wichtigsten Fragen, die über die Zukunft entscheiden wird, lautet: Was ist mir mein Glaube wert? Was bin ich bereit, dafür zu investieren? Ich wünsche uns den Mut und die Kraft, so wie Maria, aufzubrechen für unseren Glauben, sich auf Neues einzulassen. Denn dann werden wir auch heute Erfahrungen machen können, die wir nicht hätten, wenn wir zu Hause geblieben wären. Und wir dürfen sicher sein, Gott ist mit uns auf dem Weg. Und so segne, begleite und stärke unsere Aufbrüche der Gute, der Treue und der liebende Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen.